Der böse Cheater-Clan Skull hat diese Woche Sperre gegen Sad Vibes bekommen. Willkommen zu der 71. Ausgabe der Coast News. Der böse Cheater-Clan Skull hat diese Woche Sperre gegen Sad Vibes bekommen. Daraufhin wurde der Clan Sad Vibes deleted. Laut Zeugen wurde der Clan höchstpersönlich von Talu deleted. Der Clan ABL hat auch diese Woche Sperre gegen TQCO bekommen. Zudem ist der Clan TQCO momentan pausiert bzw. inaktiv. Der Clan Corsi möchte wieder aktiv CW spielen und sucht momentan noch Leute. Der Clan Twops sucht noch Basics auf TeamSpeak. Zudem sucht der Clan Highway noch Push und Basics auf TeamSpeak. Zudem wird es demnächst einen neuen Course CW Trainingsserver namens pacifics.de geben. Dort könnt ihr euch auch noch bewerben als Teammitglied, falls ihr Interesse habt. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Kommen wir unten zu der Top 10. Links seht ihr die neue Top 10 und rechts seht ihr die alte Top 10. KB bleibt weiterhin auf Platz 1 sowie Skull auf Platz 2. Der Clan Six Army ist einen Platz aufgestiegen und belegt somit den dritten Platz. Labet C ist auch einen Platz aufgestiegen und belegt somit den vierten Platz. Difficult Squad ist zwei Plätze abgestiegen und belegt somit den fünften Platz. HZGO ist 9 in der Top 10 und belegt den sechsten Platz. Cup ist einen Platz abgestiegen und belegt somit den siebten Platz. Lovia, S8 und Quive sind 9 in der Top 10 und belegt den 8., 9. und 10. Platz. Raus aus der Top 10 sind Yatsu, Yumai, Krypto und Lang. Das war's auch schon mit den Core News. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschalten würdet.